Damit guten Morgen zu einer Sonderversion hier aus Halle. Genau, warum Halle? Was ist in Halle so speziell ist? Es ist heute etwas geplant zusammen mit meinem Opa. Mein Opa ja auch Luftfahrt-Enthusiast par excellence. Und da wollen wir heute die oberen Luftschichten oder auch unteren Luftschichten, wo auch immer sich ein Flugzeug dann insgesamt so bewegen kann, mal erkunden. Und deswegen starte ich in Halle. Es geht dann erstmal nach Leipzig, um den Opa abzuholen und anschließend wieder zurück nach Halle, weil hier ein kleiner Flugplatz ist, von dem wir das Ganze aus drehen können. Also jetzt geht's erstmal mit dem Smart auf nach Leipzig und dann holen wir den Opa ab. Also live, los geht's und bis gleich. Also ich kenne das schon, sagen wir es mal so. Für mich ist, ich wollte mal Pilot werden, hat nicht geklappt. Ja. Ich habe da so ein paar Flugstunden schon hinter mir, aber ist halt so wie es ist. Aber der Opa, der hat halt früher auch mal fliegen gelernt, segeln. Und dann ist das für ihn, denke ich mal, ein Highlight. Ja, ja. Ich bin schon wieder vorne. Okay, perfekt.
Problem. Es ist abhängig vom Verkehr dort. Hier macht es auf jeden Fall Spaß. Die Landebahn von Leipzig gerade. Ja, war sehr schön. Nein, das ist auch gut. Super, ist der stille Genießer hier. So, Opa. Was sagst du zu der Aktion, die wir gemacht haben? War gut. Aber einen Rundflug gemacht. War gut, ja. Auf deinem alten Flugplatz. Ja. Und auch Leipzig Flughafen angeflogen. Ja. Gute Nummer gewesen? Hat Spaß gemacht? War schön. War schön, super. War schön. Wir alte Luftfahrtfreunde. Ja. Ja. Super, dann können wir jetzt auf was Richtiges essen gehen. Ja. Und dann können wir uns ein Bier. Haben wir uns ein Bier verdient heute? Ja. Haben wir uns verdient, super.